War es nicht. Wo wird gekämpft? Hier. Wir bewegen uns alle hier rüber, damit wir wieder auf meiner Seite kämpfen. Boah, das nervt schon mit dem Grafikfehler. Da habe ich noch ein paar Bogenschützen. Meine Medics sind auch noch am Start und noch gut Krieger. Diese Bogenschützen schießen auch mit. Okay, den hast du verloren. Und jetzt mache ich dir noch was kaputt zur Strafe. Geht mal hier rüber. Wo lautscht denn ihr hin? So, er versucht das hier zurückzuerobern. Das sollten wir jetzt mal unterbinden. Reiß ich die ab oder lasse ich die stehen? Hey, du hast Steine! So nicht, Freundchen, so nicht. Und hier, zurück, zurück. Zurück. Mann! Dann sterbt ihr zwei jetzt. Ich speichere mal kurz ab und lad nochmal diesen blöden Grafikfehler weg. Das ist doch. Hat übrigens jemand vielleicht einen Tipp, wie man den wegkriegen könnte? Ich befürchte ja gar nicht. Der darf mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich wäre so dankbar. So. Viele habe ich nicht mehr. Muss aufpassen. Und er hat noch jede Menge. Wäre es jetzt schlau, weiterzukämpfen? Fragen über Fragen. Ich wollte im Wirtschaftskreislauf, bevor der angegriffen hat, einfach mal Kohle auf Priorität einsetzen. Das heißt, die Siedler tragen an erster Priorität Kohle zu ihrem nächsten Standort. Normal ist das Holz und Steine, ja, so wie jetzt hier ganz viel Eisen rübergetragen wird. Vielleicht beschleunigt das meine Waffenproduktion. Also Eisen habe ich in definitiv genug. Es fehlt wirklich nur Kohle. Mal gucken, dass wir vielleicht hier noch irgendwo Kohlebergwerk abstauben können. Vier neue Ritter. Heilt ihr? Ja, ihr heilt. Das ist gut bei den Römern. Bei den anderen Völkern müsste ich die jetzt zu einem Lazarett zurückziehen oder ein Lazarett vorne hinbauen. Das würde ein bisschen Zeit brauchen. Und da ich jetzt ja noch ohne Magie spiele, ist das schon so ganz geschickt. Warum spiele ich eigentlich ohne Magie? In der nächsten Mission sollten wir das Thema mal angehen. So. Ich könnte noch ein Goldbergwerk bauen, aber auch Gold brauche ich nicht, weil ich keine Kohle habe. Hier kommt jetzt wieder ein bisschen Kohle. Also jetzt liegt es, der Engpass ist einfach nur noch die Kohle, es ist eindeutig. Alter Schwede, wo hast du denn die ganzen Truppen her? Aber das sind... Nur eine Frage der Zeit, bis er mich hier wieder angreift. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Hier ist ja ein bisschen Kohle, ne? Komm, wir bauen das einfach mal dahin. Guck mal hier. Wenn ich das einnehme, wisst ihr was? Wie viele Ritter sind da dabei? 13. Geht mal kurz zu dem Lazarett. Vielleicht geht es ja dann schneller. Dann
stürme ich darunter und tue ihm hier seine Waffenproduktion zerstören, dann müsste ich ihn eigentlich arg schwächen. Und die Gegenangriffe vermeiden, das ist, glaube ich, gar nicht dumm. So, hier noch eine Kohlemine. Ah. Wo ist meine Maus? Da. Eine Spitzhacke. Und wir bauen das nächste große Wohnhaus. Denn wer viel kämpft, braucht viele Siedler. Hier haben wir noch ein Plätzchen. So, bringt das jetzt was? Ja. Was haben wir hier drin? Oh, dem geht's aber auch nicht gut. Es fehlt an Waffen, meine Freunde. Der baut gerade eine. Der baut auch gerade eine. Ja, kommt schon hier wieder. Kohle kommt es natürlich auch nicht mehr nach, weil hier keine Kohle hinkommt. Ich werde jetzt erstmal nur... Naja, ist egal. Der Holzfäller hat Feierabend. Ist das eigentlich böse? Er hat jahrelang gute Dienste erwiesen und wird dann abgerissen. Naja, wie in echt. Seid ihr jetzt wieder einigermaßen? Komm, tut mal was für eure Gesundheit. Ja, einer. Ja. Komm, das muss reichen. Sammelt euch. Und wir machen die hier leer. Weil die schicken wir mit in den Kampf. Haben wir nochmal 4 gute Bogenschützen dabei. Und sobald du jetzt hier wegläufst. Na, du kannst gleich da bleiben. Jetzt darfst du kommen. Na, wie schaut's aus? Wo bleiben die Waffen? Ab und an. Da kommt ein Schwert. Ach komm. Alter, nein. Wo kommt die jetzt alle her? Ich probier's. Ich probier's. Speichern. Ich probier's. Scheiß drauf. Nein, also ich denke, da ich ja nur Elite-Krieger habe und er nur normale, dass das reichen könnte. Und das hat ihm jetzt natürlich wehgetan. Schnell besetzen. So, und jetzt greifen wir seine Armee auch an. Weil irgendwann müssen wir ja mal zum Punkt kommen. Bam, 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 bam. Mein Kommandant lebt ja auch noch, sehr schön. Der hebt die Kampfmoral noch ein bisschen. Bilde ich mir zumindest ein, ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Oh, oh, da kommt schon der Gegenangriff. Das hätte ich gern noch zerstört.
Dann dürft ihr jetzt hier zurücklaufen. Hierhin, Leute, hierhin. Derweil nehme ich hier unten noch eins ein. Und jetzt habe ich ihn hier ein bisschen getrennt und das ist wieder super. Wisst ihr was? Ihr rennt jetzt alle hier runter. Und unterwegs macht ihr bitte alles platt. Okay, was kommt truppenmäßig nach? Da kommt schon was nach. Runter mit euch. Da ist noch einer. Runter mit euch. Was klauen wir uns hier? Sack Mehl. Na, bestimmt ein Sack Reis. Weil es keinen interessiert. So, jetzt geht dein Geologen auch an den Kragen offensichtlich. Bam. Und jetzt gibt's... Kohle! Kohle! Wir gehen hier hin. Dich besetzen wir. Dich besetzen wir. Und jetzt reißen wir hier mal ein paar ab. Dann gibt's auch wieder ein bisschen Truppen. Ja, die brauchen wir auch nicht. Und den brauchen wir auch nicht. So, und die zwei können wir jetzt eigentlich auch abreißen. Die sind strategisch nicht mehr wichtig für uns. So, gut. Ist das der Tempel? Eventuell ist das der Tempel. Dann hätten wir die Mission geschafft. Schauen wir mal. Sag mal, hört ihr das gerade auch? Habe ich gerade zwei verschiedene Soundtracks auf dem Ohr? Puh, hallo Bug. So, wir sammeln die Truppen. Unsere vier verbleibenden Medics können jetzt hier nochmal ein bisschen heilen. Wir ziehen das nochmal geschwind. Wow. Und die Infanterie, wollte ich gerade sagen. Unsere Siedler-Sammelarmee. Scheint Bedarf zu haben. Die holen jetzt die komplette Kohle weg, ne? Und dann geht's richtig viele Ritter, aber... Ist jetzt auch egal, weil ich bin mir relativ... Irgendwo wird hier gekämpft. Ja. Ich bin mir relativ sicher, das reicht jetzt. Daher, Attacke. So. Noch geschwind gruppiert und los geht's. Das feiere ich jetzt schon ein bisschen. Lol. Ich habe mal eben einen Screenshot gemacht. So. Aber wieder zu den wichtigen Dingen. Dieser Tempel wird jetzt zerstört in der Hoffnung, dass das Missionsziel damit erfüllt ist. Und das wäre jetzt der Fall, oder? Nein. Dann müssen wir wohl weiter. Kommen einzelne Ritter rüber. Aber die hängen ja dann an der Burg irgendwo fest. Kann nicht viel passieren. Oder habe ich hier noch irgendwo einen Turm? Naja, alles gut. So, hier ist eine Ritterproduktion. Das sollten wir jetzt auch tunlichst vernichten. Da oben. Geht mal da hoch. Und wir haben ihn jetzt hier auch wieder abgetrennt. Ja, und davon erholt er sich nicht mehr. Sehr unwahrscheinlich. Wo ist er? Da. Ich müsste doch jetzt gerade Ritter ohne Ende kriegen, oder? Jetzt macht hier bestimmt das Lager voll, ja klar. Plötzlich läuft's. Aber euch brauchen wir nicht. So,
So, jetzt kommen die mit dem Gold nicht mehr hinterher. Jetzt dreht sich das Ganze. Ist aber auch jetzt völlig egal. Ihr greift mal hier an. Und wir greifen hier an. Und suchen den Tempel. Irgendwo muss er ja sein. Also das mit den zwei Soundtracks, das nervt schon gewaltig. Und... Alter, wo denn? Da... Unten an, hier ist ja auch noch irgendwas. Vielleicht brauchen wir noch ein großes Wohnhaus, wenn hier so viel rumgetragen wird. Vielleicht noch eins im Bau. Hm. Der Holzfäller findet. Ach, ist mir scheißegal. Weiter. Und ihr könnt mal hier hingehen. Und ihr könnt mal hier hingehen. Und die hier haben den schon eingenommen. Was haben wir denn noch? Hier hat er noch eine Baracke. Kommt schon. Da ist der Turm. Got you. Und hier wird gestreikt. Tja, wär da mal zu den Römern gekommen, ne? Und so. Man hätte Straßen gebaut. Aber nö. Und zieht euch mal was an. Naja. Haben wir das hier eingenommen? Ja. Haben wir denn da noch? Das reicht vielleicht für den hier auch noch. Und euch schicken wir da dazu. Und hier wuselt es nach wie vor. Jetzt sind hier richtige Straßen entstanden. So viel sind hier lang gerannt. Hammerhart. Und es wird nach wie vor ausschließlich Kohle transportiert. Und hier hat es wieder ein Ritterfürth. Beziehungsweise, ich tippe mal, es ist eher ein Spion. Und wir haben offensichtlich den Tempel zerstört. Was hätte es denn noch gegeben? Hier wären noch zwei Türme gewesen. Er hatte auch schöne Sachen hier gebaut. Und hier hatten wir alles erobert. Oh, jetzt geht das Massensterben los. Und auf der Karte hier unten wäre, ja, nichts mehr gewesen. Und hier oben haben wir wahrscheinlich auch nicht viel verpasst. Nö, passt. Okay. Das war die zweite Römermission von Die Siedler 4. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Gleich geht's weiter in der nächsten Folge